Bei solchen Aussichten fragt man sich doch wirklich, ist das hier nicht eigentlich Norwegen? Fröhlichen Nikolaus! Ja, fröhlichen Nikolaus von uns beiden. Richtig, stimmt ja. Ihr feiert ja gerade Nikolaus. Ich hoffe, ihr habt ganz viel in den Schuhen gehabt und natürlich nur schöne Sachen. Und wir hatten leider nichts in den Schuhen. Na, wahrscheinlich kommt der Nikolaus nicht bis zu unserem Auto. Ja. Nichtsdestotrotz sind wir hier schon in weihnachtlicher Stimmung. Wir hören hier die erste Weihnachtsplaylist auf dieser Reise. Und werden jetzt, wie gestern schon angekündigt, heute Richtung diesem Nationalpark nach Geno fahren und haben dort dann eine Unterkunft. Und jetzt werden wir erstmal noch ein bisschen weiter essen, frühstücken und dann geht's los. Ich werde jetzt versuchen, die Gesichtscreme zurückzugeben, weil ich bin hier mal gucken, ob es klappt. If you can return it, yeah. Do you have your ready? I have an idea. That's all I need. Ja, es hat funktioniert, mal wieder ohne Rezept. Ich würde mal sagen, wir haben das Zockergeld wieder raus. Beziehungsweise unser Abendbrot kommt immer näher. Wieder. Wir sind jetzt hier, ich glaube, 3000 oder 4000 Fuß hoch über den Tannenwipfeln vom Eldorado National Park auf dem Weg nach Reno zu unserer Unterkunft. Und ja, es ist ziemlich schön hier, sehr harmonisch. Ja, und die Bäume, sie sind so groß, wirklich riesig. Ja. Wir sind da in Reno, oder wie man das ausspricht, ist ein nettes Wohnviertel hier, glaube ich, wo wir gerade sind. Auf dem Weg hierher haben wir wirklich eine Menge erlebt, wie ihr, glaube ich, auch gesehen habt. Am coolsten fand ich jetzt zum Schluss nochmal dieses Becken, diese gerade Landschaft zwischen den Bergen halt. Und auf der rechten Seite hat man überhaupt keinen Schnee gesehen auf den Bergen, auf der linken war alles voll. Ich denke mal, das kommt dadurch, dass gleich hinter den Bergen, wo Schnee lag, auch noch ein See war. Dass dadurch der Schnee herkommt, aber das ist Guesswork. So, wir haben
haben jetzt ein kleines, aber feines Zimmer. Schaut euch das mal an. Patrick ist schon wieder hart am Arbeiten. Wir sind jetzt gerade los, um unsere Wäsche zu waschen. Kostet mit Trockner 3 Dollar. Gut, dass ich heute Morgen noch das Gesichtswasser umgetauscht habe. Und ja, danach wollen wir noch irgendwo was essen gehen. Und auf jeden Fall unser Host mit dem kleinen Mädel ist total nett. Und also es ist ja von Airbnb, aber trotzdem ist gut. Und ja, wir verabschieden uns dann schon mal für heute. Genau, morgen kommen wir dann zurück mit hoffentlich thermalen Quellen. Ich habe ja in Leipzig in einem Wohnheim gewohnt und wir hatten 2 Waschmaschinen für das ganze Wohnheim. Und ja, das war schon immer süß. Und wenn ich dann runtergelaufen bin, weil ich gerade eine Waschmaschine ergattert hatte und dann nicht mehr so viele Minuten übrig waren, wollte ich mal so schnell vorbei sein und habe mir deswegen meinen Hexenspruch ausgedacht. Manchmal hat es auch funktioniert, dass es dann genau in dem Moment aufgehört hat, aber meistens nicht.